Liebe Freundinnen und Freunde, ich lebe jetzt in der Stadt, ich komme vom Land und ich bin grün und ich will eure Landesvorsitzende werden. Es bietet sich die Chance, die verkrusteten Parteienstrukturen aufzubrechen. Wir wären doch historische Idioten, wenn wir das nicht nutzen würden. So werden Teilnehmer der Gründungsversammlung der Grünen von vor über 30 Jahren zitiert. Und ich muss sagen, ja, es ist uns gelungen. Wir haben die Krusten aufgebrochen. Wir haben eine andere Politik gemacht. Wir haben eine Politik gemacht, die zeigt, anders Politik machen ist möglich. Eine Politik, die auf Werten wie Basisdemokratie, Ökologie, Sozialem und Gewaltfreiheit läuft, die eine Politik des Ermöglichens möglich macht, liebe Freundinnen und Freunde. Und zum Teil war es auch die Politik der Grünen, die mir den Bildungsaufstieg und das Emanzipieren aus einem vorgezeichneten Weg geebnet hat. Ich komme nämlich aus einem wirklich sehr kleinen Dorf in einer strukturschwachen Region. Meine Eltern sind zweifelsohne die besten Eltern für mich und meinen Bruder, sind aber keine Akademiker. Und heute, mit 36 Jahren, einem Studium in der Tasche und 10 Jahren Berufserfahrung, stehe ich vor euch und werbe um euer Vertrauen. Und, liebe Freundinnen und Freunde, unser Kampf für eine durchlässige Gesellschaft, für die selbstbestimmte Teilhabe aller, der ist noch lange nicht vorbei. In Sachen Umweltgerechtigkeit haben wir schon eine Menge erreicht, aber wir stehen doch noch am Anfang. Montagnacht haben in Nordrhein-Westfalen eins der stärksten Unwetter enorme Schäden eingerichtet. Es sind 6 Menschen ums Leben gekommen, es wurden 80.000 Bäume beschädigt und ich weiß, dass es in NRW immer nie ganz einfach ist, wenn man sagt, ich komme aus Düsseldorf, uns eilt ja dank dieses Stadtpolitikers, der dann noch Oberbürgermeister ist, so ein Ruf voraus. Aber ich möchte euch sagen, in Düsseldorf bedeutet das, die Stadt hat sich komplett verändert. Es sind 17.000 Bäume allein in Düsseldorf beschädigt worden. Das bedeutet jeden vierten Baum. Und gerade sind ganz viele Ehrenamtler, die Feuerwehr und sogar die Bundeswehr musste gerufen werden, um eben die Wegsicherung zu gewährleisten. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, ist ein Erlebnis, das wir gerade miteinander haben, dass ein Satz, der unsere Politik prägt, nämlich der, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt, eben auch heute noch notwendig zeichnet. Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Ein Zitat, wie gesagt, wir verwenden es gerne, aber jetzt denken wir da doch mal zusammen drüber nach. Es gilt ohne Zweifel. Aber für mich heißt das nicht, dass wir heute hier wissen, wie die Welt für die Jugendlichen und Kinder in 50, 100, 150 Jahren aussehen muss. Für mich heißt das, weil wir heute hier und jetzt Politik machen können und ein selbstbestimmtes Leben leben wollen. Deswegen müssen wir jetzt als Grüne alles daran setzen, dass das auch unseren Kindern und Kindeskindern möglich ist und nämlich mit besseren oder zumindest den gleichen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung zu stehen, ihr Leben zu gestalten, wenn sie dann irgendwann mal in 150 Jahren in unserem Alter sind. Aber jede Umweltzerstörung, wie wir sie gerade erleben, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern ja weltweit, schränkt eben deren Entfaltungsmöglichkeiten enorm ein. Schon heute leiden ja die ärmeren Bevölkerungsschichten am stärksten unter Luftverschmutzung, unter Lärm, unter vergifteten Böden, unter schlechtem Trinkwasser oder gar keinem Trinkwasser. Und weil wir Grüne das mit der Gesellschaft ändern wollen, müssen wir die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Für uns gehören doch die Ideen und die Meinungen der Bürgerinnen und Bürger immer dazu, wenn es darum geht, über Infrastruktur, über die Planung unseres Wohnumfeldes oder unsere Landschaften zu diskutieren. Nehmen wir die Energiewende mal als Beispiel. Ich meine, damit sie akzeptiert bleibt, muss es auch möglich sein, damit Geld zu verdienen. So, und was heißt das jetzt? Für mich bedeutet das, wir haben Windkraftanlagen, die den Menschen gehören, die darum herum wohnen. Wir haben Stromnetze im Besitz der Bürgerinnen und Bürger. Aber wir denken natürlich auch an unsere Industrie in NRW und wir sagen natürlich, grüne Politik macht die Industrie in NRW zur Vorreiterin, wenn es um Klimaschutz, wenn es um Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz geht. Wir haben
einen großen Bedarf an Umwelt- und Natur- und Erholungsräumen für uns. Wir brauchen Lebensmittel, die wir nach guten Kriterien produzieren müssen. Auch da stelle ich mir vor, natürlich ist eine Vision doch nicht der große Agrarbetrieb, wo wir Hühner und Eier-KZs haben, sondern wir wollen ökologische Bauernhöfe ermöglichen, die im Genossenschaftsbesitz sind. Wir wollen, dass in Nordrhein-Westfalen regional die Werte geschöpft werden, ohne überbordende Apparate von globalen Playern. Wir wollen in essbaren Städten leben, nach dem Motto Pflücken erlaubt, statt Betreten verboten. Wenn in einem Backhändel oder einem Wiener Schnitzel eine Fischgräte drin ist, dann stimmt etwas nicht, sagt Gerhard Polt. Und ich sage, recht hat er, der Gerhard. Gerade in Zeiten von Agrartechnik, von Agrarfabriken, Gentechnik oder undurchsichtigen Verbrauchermärkten brauchen wir doch selbstbestimmte Verbraucherinnen und Verbraucher, starke Informationsrechte, echte Wahlfreiheit und den Schutz vor Gefahren. Und auch bei der Energiewende, eine Mobilität, die allen zugänglich ist, die ist die Grundlage dafür, eben auch selbstbestimmt sich frei bewegen zu können. Und ich will, dass wir gemeinsam hier in Nordrhein-Westfalen das Steuer rumreißen. Wenn es darum geht, dass heute Steuergelder in Energieversorgung, in Straßen oder Schienen oder öffentliche Bauten fließen oder auch in die Kultur, dann doch mit dem Vorzeichen ökologisch und zukunftsfähig, liebe Freundinnen und Freunde. Und wie schaffen wir das in Nordrhein-Westfalen? Unsere Kommunen, sage ich mal, brauchen dafür dringend ausreichend Mittel und vor allem auch aus dem Bund. Simone ist leider jetzt gerade schon weg, aber auch grün intern war das nicht immer eine Selbstverständlichkeit, dass Nordrhein-Westfalen eben den Anspruch anmeldet, dass wir hier für unsere Gemeinden ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich sage euch, ich will eine starke Stimme dafür sein, auch grün intern im Bundesverband aus Nordrhein-Westfalen. Ich will eine NRW voller Akteurinnen und Akteure für einen ökologischen Wandel. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind 13.000 Mitglieder. Wir haben in den letzten Monaten in den Kommunen in NRW unsere Inhalte